So, ihr solltet mich hören können. Meine lokale Aufnahme sollte mich hoffentlich auch hören können. Ich würde sagen, dann hallo zum RSB-Tutorium im Wintersemester 2021-22. Ich sehe, dass hier ganz viele schon da sind. Vielleicht am Anfang ein paar kleine organisatorische Sachen. Und zwar, wer redet hier eigentlich? Ja, ich bin Jessica, bin unter verschiedenen E-Mail-Adressen und Wegen irgendwie erreichbar. Die Uni hat unbedingt mir eine lange E-Mail-Adresse gegeben. Die alte kurze 5jobs@informatik.uni-hamburg.de funktioniert auch noch. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Informatik studiert am Fachbereich und bin danach nicht am Fachbereich geblieben, sondern in die Wirtschaft gegangen. Das heißt, ich bin mittlerweile Vollzeit im Berufsleben angekommen, aber mache immer noch das Tutorium. Und insofern, genau, zähle ich also irgendwie nicht zu den Mitarbeitern, auch nicht zu den Studenten, sondern zu den Externen, die ja, hoffentlich euch was Gutes im Tutorium mit rüberbringen können. Ja, zum Tutorium selber. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass es die Aufgabenblätter mittwochs gibt. Mittwochs ist immer das neue Aufgabenblatt online. Die Idee ist, dass wir im Tutorium Themen besprechen, die dafür passen können. Also, dass wenn es irgendwie ein Thema gibt, was irgendwie mit, ich greife mal sehr weit voran, Pipelining zu tun hat, dass wir uns da mal angucken, wie funktioniert das eigentlich, dass ihr da so ein bisschen drauf vorbereitet seid auf die Übungsaufgaben. Also ganz klar, so ein bisschen immer in Vorbereitung darauf, dass ihr hoffentlich die Aufgaben gut bearbeiten könnt. Das machen wir eben donnerstags, damit ihr noch möglichst viel Zeit habt, dann am Mittwoch der Folgewoche das Übungsblatt abzugeben. Technisch ist das so, dass wir, oder dass ich, wie ihr schon merkt, hier einen Livestream mache. Ihr könnt gerne im Chat Rückmeldung geben. Ihr könnt auch das via Audio eine Rückmeldung geben oder Fragen stellen. Ich habe das Lokal bei mir so eingerichtet, dass ich nur mein eigenes Mikrofon aufnehme. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ich mache eine Aufzeichnung von dem Tutorium und danach kommt das Ganze einmal auf den YouTube-Channel, wo ich einfach seit Jahren schon immer die Tutorien-Sachen mit ablege, damit ihr da auch drauf zugreifen könnt, wenn ihr vielleicht mal was nachschlagen wollt oder wenn ihr vielleicht nicht da sein konntet wegen Krankheit oder anderen Sachen. Genau, es gibt kein Anmeldeverfahren in dem Ganzen. Das heißt, ihr könnt dann dazu kommen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht irgendwie Unterstützung. Ja, kommt mit dem Blatt nicht so klar, wollt da vielleicht irgendwie vielleicht auch direkt Fragen dann stellen zum nächsten Blatt. Und genau, kommt einfach dazu, wie es euch passt. Das Schöne ist ja, wir haben ja nicht mal eine Teilnehmerbegrenzung mit dem digitalen Raum. Wobei ich verstehen kann, auch Präsenz wäre schön. RSB testet Präsenz jetzt ja erstmal im Praktikum und insofern sind wir dieses Semester halt dann digital unterwegs. Genau, was habe ich so an Erwartungen an das Ganze? Wenn ich schon sagte, wir machen das Übungsblatt oder wir gucken uns das Übungsblatt an, dann ist es natürlich so, dass ihr euch das zumindest vorher kurz mal angeschaut haben solltet und ein bisschen drüber nachgedacht. Ihr könnt natürlich noch nicht wirklich die Zeit gefunden haben, da viel das zu bearbeiten oder die meisten wahrscheinlich nicht. Da bin ich einfach auch ganz realistisch. Aber es wäre halt gut, wenn ihr zumindest wisst, was das Übungsblatt ist, weil ich dann das nicht immer irgendwie alles noch doppelt und dreifach hier mit reinblenden will. Genau. Ich erwarte dann so ein bisschen aktive Mitarbeit. Also wenn ich dann irgendwie hier ganz alleine bin, das funktioniert dann nicht. Es ist schließlich keine Vorlesung. Dafür bringe ich auch immer gerne Aufgaben mit. Das heißt, ich gucke mir selber auch das Aufgabenblatt an. Ich kriege es mal mehr, mal weniger früh. Überlege mir Aufgaben, die vielleicht etwas abgespeckter sind, die uns so ein bisschen helfen, uns dem anzunähern, was inhaltlich da dann vorkommt. Ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, es wird hin und wieder Aufgaben geben. Insbesondere jetzt am Anfang haben wir das einmal kurz, heute tatsächlich ein bisschen mehr. Später hin und wieder mal auf Aufgabenblättern, wenn es dann so Textaufgaben sind. Da kann es dann sein, dass wir nicht so wirklich eine einfachere Aufgabe für haben, die wir bearbeiten können, sondern dass wir dann eben gucken müssen, wie können wir vielleicht so ein bisschen drüber reden. Das heißt, ich würde vielleicht ein paar Fragen stellen und wir überlegen mal, was kann das sein, aber dann ganz bewusst in dem Moment dann nichts aufschreiben, damit ihr dann zumindest
den letzten Schritt dann nochmal zum Nachdenken oder zum Aufschreiben dann zu Hause macht. Oder wenn die Aufgaben dann so weit einfach sind, dass ich dann manchmal dann auch Tipps oder Hinweise nur geben kann. Wie gesagt, es hängt vom Aufgabentyp ab. Genau, das erstmal so die Grundlagen. Habt ihr irgendwie Fragen an der Stelle? Okay, ah, das ist eine gute Frage. Ja, wie lange dauert das ungefähr? Und übrigens auch, genau, wenn ich eine Frage habe, dadurch, dass ich ja nur mein lokales Audio aufnehme, gerne auch mich daran erinnern, ich bin ja nun auch nur menschlich, ne? Gerne mich daran erinnern, wenn ich irgendwie vergesse, eine Frage zu wiederholen oder ähnliches, weil alles, was ich nicht gesagt habe, landet halt nachher nicht in der Aufzeichnung. Das Tutorium ist angesetzt auf 1,5 Stunden. Es hängt ein bisschen von den Aufgabenblättern ab. Manche Aufgabenblätter sind wir vielleicht so nach knapp einer Stunde durch. Viele werden tatsächlich 1,5 Stunden sein. Und dann gibt es, auch da möchte ich ehrlich sein, die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, es gibt ein paar wenige Aufgabenblätter, die sind so umfangreich, wenn wir da wirklich einfach einmal durchgehen, dann brauchen wir auch länger als die 1,5 Stunden. Ich habe immer bisher die letzten Jahre das so gehalten, wenn ich nicht irgendwie private Verpflichtung im Anschluss habe, dann mache ich auch das Aufgabenblatt durch, weil ich will, dass es euch auch hilft. Und dann dauert es länger. Ihr müsst dann wissen, wie lange ihr noch dabei bleiben könnt. Ich glaube, der Worst Case war einmal fast 3 Stunden. Aber das war schon sehr extrem. Da waren auch viele Fragen und das war ein sehr umfangreiches Blatt. Genau, also im Endeffekt eigentlich für 1,5 Stunden angesetzt. Kommt meistens hin, manchmal sind es 2 Stunden. Und genau, ich versuche aber mit euch alles durchzugehen, was es irgendwie gibt. Genau, falls ihr euch gegenseitig ein bisschen sehen wollt, wer hier ist, da ich lokal bei mir das Ganze aufzeichne, nur den Screen, den ich share, könnt ihr natürlich auch gerne Webcams anmachen oder so, das müsst ihr wissen. Ist ja manchmal auch ganz nett, noch weitere zu sehen. Ich selber habe meine auch an. Aufgezeichnet wird, wie gesagt, meine Stimme, die ich bei mir hier ins Mikrofon spreche, plus mein Screen, den ich hier habe. Ja, ist ein bisschen hässlich. Es ist einfach GIMP. Ich nutze GIMP als Technik da im Hintergrund. Es funktioniert. Und bevor man irgendwie Dinge kaputt spielt, machen wir es doch da einfach weiter. Ja. Gut, dann mal die Punkte, glaube ich. Genau. Wir haben als erste Frage die Frage nach, wie sieht das eigentlich aus mit Compiler, Interpreter und virtueller Maschine? Die sollen kurz beschrieben werden. Was heißt kurz beschreiben? Kurz beschreiben heißt, dass man vielleicht 2, 3 Sätze irgendwie dazu schreibt und nicht irgendwie eine DIN A4-Seite. Hat denn einer von euch eine Idee, Compiler, Interpreter, virtuelle Maschine, wie man vielleicht etwas davon beschreiben könnte und vielleicht sogar in Zusammenhang setzen zu den anderen beiden? Die sind ja nicht ohne Grund zusammen genannt. Ja, ihr braucht euch auch nicht melden. Also im Endeffekt, wenn es passt, könnt ihr auch dann direkt was sagen oder schreiben. Okay, ja, Interpreter. Genau, tatsächlich ist es ja auch so, wenn man über Sprachen redet, Fremdsprachen. Gibt es ja auch manchmal den Begriff des Interpreters. Also es wird übersetzt in eine andere Sprache.
Genau, also wir haben Interpreter, der zur Laufzeit halt diese Übersetzung macht, der das stimmt, der Compiler, der geht vorher einmal durch und macht das Ganze, übersetzt das dann in, ja, wenn man eben davon ausgeht, dass man mit einer gewissen Sprachebene anfängt, eben in eine andere Sprache, in der Regel eine einfachere Sprache. Und danach gibt es eben diese ganze Abfolge von Anweisungen in einer einfacheren Sprache. Und wenn wir uns eine virtuelle Maschine anschauen, die simuliert halt eben ein oder emuliert ein ganzes System und ermöglicht es dadurch dann auch Programme direkt auszuführen, auch wenn man vielleicht das komplette System nicht zur Verfügung hat. Vielleicht kleine Anmerkung am Rande, die nichts mit der Aufgabe zu tun hat. Tatsächlich ist das Thema virtuelle Maschinen in größerem Rahmen auch immer spannender, tatsächlich auch für Firmen, weniger Hardware direkt zu haben und viel mehr über virtuelle Maschinen zu machen. Also tatsächlich jetzt nicht nur Java VM war ja das eine Beispiel hier, Java virtuelle Maschine, aber tatsächlich auch auf großen Serverebene. Genau, das sollte euch so ein bisschen helfen, dass ihr dazu was schreibt. Wie gesagt, zwei, drei Sätze für das Ganze reichen hier. Deswegen steht auch kurz, nicht zu viel an dem Ganzen. Genau, also ich werde auch versuchen zwischendurch, wenn ich irgendwie mal Tipps geben kann, dass man eben nicht zu viel schreibt oder was ich irgendwo, wie allgemein man an der Aufgabe sich eben annähern kann. Gut, dann schauen wir uns mal Aufgabe 2.2 an. Und zwar ist die ja so formuliert, dass wir einen Computer haben mit insgesamt vier Ebenen von 0 bis 3. Und dann gibt es irgendwie die Ausführungszeit für einen Befehl auf der untersten Ebene. Der beträgt mal jetzt in meinem kleinen Beispiel hier p Pikosekunden. Die oberen Ebenen werden durch geschachtelte Interpreter zur Verfügung gestellt. Ah, wir erinnern uns, wir haben gerade über Interpreter gesprochen. Ne? Das sind die, die zur Laufzeit ja eine Sprache quasi vereinfachen, damit das darunter ausgeführt werden kann. Jeder dieser Interpreter benötigt NI, also dieses N-I, das ist jetzt, damit ich schneller tippen kann, auch immer so ein bisschen meine Abkürzungsschreibweise, dass es ein tiefgestelltes I ist. Also wenn man sich das anschauen würde, handschriftlich schreiben, würde das quasi so aussehen. Also NI-Befehle der niedrigeren Ebene I, um einen Befehl seiner Sprache auf die Ebene I plus 1 zu holen, zu dekodieren und auszuführen. So, jetzt kommt hier noch irgendwie das I plus 1 rein. Das heißt, wir haben hier einen Interpreter, der ist irgendwie auf der Ebene, sei es mal Ebene 0. Und dann, wobei 0 ist, glaube ich, die unterste Ebene. Ich will jetzt gerade nichts, ja, genau andersrum. Also wir haben die Ebene 0, die ist hier unten. Wir haben die Ebene 1, die da drüber ist. Und wenn ich jetzt hier irgend so einen Befehlsblock habe, den ausführen will, dann wird hier eben nach unten geguckt, was ist da eigentlich, was brauche ich da. Und dann sehen wir hier, ne, jeder dieser Interpreter benötigt NI-Befehle der niedrigeren Ebene. Das heißt, wenn ich hier einen Befehl habe auf der Ebene, dann brauche ich hier eine ganze Reihe von Befehlen, um das Ganze ausführen zu können. Vielleicht sind das sogar noch mehr. Insgesamt halt NI. So, und jetzt müssen wir gucken, wo kommt das I jetzt hin? Wie war das noch? Ah ja, das war hier die niedrigere Ebene. In dem Fall wäre das I hier unsere Ebene, Ebene 0, um auf Ebene I plus 1 zu holen. Das heißt, in diesem kleinen Beispiel wäre das I plus 1, wäre dann. Wäre dann die Ebene 1. Das ist also das, was grob dahinter steckt. Also wenn wir einen Befehl haben auf einer Ebene, wollen wir den ausführen können mit Hilfe der Befehle der unteren Ebene. Und das sind eben so ein paar mehr.
So, jetzt gibt es dazu dann natürlich ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Mal kurz den richtigen Zettel suchen. Das ist noch nicht. So, ja, digital, auch digital hat man das Problem. Die richtigen Zettel sind immer nicht da, wo man sie gerade sieht. Okay, also wir haben jetzt quasi mehrere Ebenen. Für die Hausaufgabe geht es um vier Ebenen, aber wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen mit zwei Ebenen an. Das heißt, ich will einen Befehl nehmen aus meiner Ebene. Aus meiner Ebene 1 und der soll ausgeführt werden. Und ich weiß, es sind p Pikosekunden, die einen Befehl auf der untersten Ebene braucht. Ja, unterste Ebene heißt hier, die hier, 0. Das ist immer 0, in Hausaufgabe 0, 1, dann haben wir noch 2 und 3 darüber. Wie sieht denn das jetzt dann aus mit der Ausführungszeit für einen Befehl auf meiner Ebene 1? Also ich weiß hier p Pikosekunden auf der untersten Ebene und ich will jetzt sagen, wie ist die Ausführungszeit für einen Befehl auf meiner Ebene 1? Hat da jemand eine Idee, wie das sein könnte? Genau, n mal p, also wir haben hier unsere ni. Das heißt, wir wissen also auf der Ebene 1, ein Befehl wäre n, in dem Fall ni mal p. Okay, jetzt gucken wir mal gedanklich weiter, ohne dass wir es aufschreiben. Angenommen, wir haben eine Ebene darüber. Und auch da wollen wir was ausführen. Wo muss ich dann gucken, wenn ich da die Ausführungszeit für einen Befehl wissen will? Also ich habe jetzt eine Ebene 2, ich will einen Befehl hier ausführen. Okay, genau. Ich sehe schon ein paar Dinge da im Chat. Also wir sehen auf jeden Fall irgendwie kommen da mehr Ns rein. Ich muss jetzt gucken, wie was wo aussieht. Genau, also wenn wir jetzt hier oben eine Ebene 2 hätten, dann gilt hier ja auch wieder, dass für eine Übersetzung in eine Ebene darunter wir n Befehle bräuchten von der drunterliegenden Ebene. Das heißt, ich habe hier meinen Block in Ebene 2. Und dann brauche ich n Befehle aus der drunterliegenden Ebene. Wäre dann hier einmal der und noch einer und noch einer und noch einer, also n Blöcke hier. Und von einem Block auf der Ebene 1 weiß ich ja, dass der eine Ausführungszeit von ni mal p hat. Das heißt, dann bin ich halt irgendwie wohl bei n mal n mal p. Ja, dann haben wir da schon irgendwie die zweite Ebene. Und zu Hause haben wir jetzt aber nicht nur drei Ebenen, also 0, 1, 2, sondern vier Ebenen von 0, 1, 2 und 3. Das heißt, da würdet ihr also wohl nochmal einen höher gehen, noch einen drüber stapeln. Und es könnte sein, dass ihr dann vielleicht feststellt, es werden irgendwie immer mehr Ns. Und das ist das, wonach gefragt ist, mit geben Sie die Formel an. Wie kann man das eben beschreiben, dass das halt immer weiter anwächst und zwar immer nur an der einen Stelle, ne? Dadurch, dass man halt eben mehr Ebenen hat. Und
dann die Ausführungszeit, in dem Fall hier p Pikosekunden, die dann eben damit multipliziert wird. Genau, für Aufgabenteil B soll dann das einfach eingesetzt werden, also wenn wir dann eben die Formel haben, möglichst allgemein. Dann soll geschaut werden, okay, was wären das für Werte? Es sind bei B verschiedene n-Werte angegeben. Was so ein bisschen vielleicht unangenehm zu rechnen ist, ist irgendwo, wir sehen irgendwie 250 Befehle auf Ebene 3, 3 Milliarden Maschinenbefehle pro Sekunde. Da sollte man dann vielleicht noch einmal ausrechnen, wie viel braucht dann ein Befehl, ne? Also wenn 3 Milliarden Maschinenbefehle pro Sekunde ausführbar sind, dann muss man einmal ausrechnen, wie viel würde ein Maschinenbefehl brauchen, damit ihr dann den Wert für, in dem Fall K, für die Hausaufgabe habt. Also ich sehe auch zwischendurch im Chat, dass es dann hier nochmal Vorschläge gibt, wie die Formel lauten könnte. Ich bin da, wie gesagt, etwas vorsichtig. Weil das ist jetzt der Punkt, wenn ich jetzt da noch was anfange aufzuschreiben, dann da darf ich dann nicht mehr wirklich ganz weiter. Auf jeden Fall solltet ihr euch überlegen für die Formel, es gibt eine Anzahl n's und irgendwie könnte diese Anzahl n's abhängen davon, wie viele Ebenen ich habe. Jetzt habe ich schon fast zu viel gesagt. So, B, genau, also wenn wir dann nämlich Beispiele, wenn wir dann nämlich wissen, wie viel ein Befehl braucht, dann kann man das ausrechnen. Ich könnte das jetzt mal mit einem einfachen kleinen Beispiel machen. Wir würden sagen, mal n gleich 2, p gleich 3 Pikosekunden. Oh Gott, dann das Schreiben muss ich mir auch erstmal wieder gewöhnen. Das wird dann hoffentlich auch besser. Genau, also wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen mit n gleich 2 und p gleich 3 Pikosekunden, dann könnten wir halt sagen, okay, wir haben für die Ausführungszeit auf unserer Ebene 2, ne, dann setzen wir das einfach ein. Das wäre dann einfach mal 2 mal 3 Pikosekunden, wäre gleich 6 Pikosekunden. Hätte ich jetzt irgendwie eine Ebene drüber, dann hätte ich 2 mal 2 mal 3 Pikosekunden. Und so würde sich das dann weiter aufbauen. Wirklich grausam meine Schrift heute. Jetzt habe ich natürlich angefangen, Dinge zu verschieben. Super. 76, das war's. So. 3 Pico, jetzt ein Stift wieder. Genau, das ist schon alles, was gefragt wird an der Stelle. Also für 2,2 einmal die Formel aufstellen auf das Ganze und dann einmal einsetzen. Wie gesagt, dabei einmal dran denken, ausberechnen, wie viel braucht ein Maschinenbefehl. Und dann würde ich nämlich sagen, gehen wir weiter Richtung 2,3. Ich glaube, da habe ich hier oben, genau, da oben was. Da wird schon das Thema Stellenwertsysteme angesprochen. Stellenwertsysteme kennen wir meistens mehr mit dem Binärsystem.
In der Hausaufgabe soll es um ein Stellenwertsystem zur Basis 3 gehen. Ja, genau zur Erinnerung, wie war das? Dezimalsystem zur Basis 10. Dualsystem, Basis 2. Hausaufgabe Basis 3. Wir nehmen mal hier Basis 4, um ein bisschen da was uns anschauen zu können. Im Endeffekt gibt es einen Wert und den sollen wir in ein anderes Zahlensystem umwandeln mit einer anderen Basis. Habt ihr Erinnerungen, vielleicht irgendwie euch schon Vorlesungssachen soweit angeschaut, wie weit man was umwandeln kann aus dem Dezimalsystem, in dem Fall die Zahl 1032. Die 10 steht tiefgestellt für, dass wir eine Zahl im Dezimalsystem vorliegen haben. Das sollten wir vielleicht auch einmal, also das wäre quasi folgende Schreibweise, wenn man es per Hand schreibt: 10, 32, 10. Tiefgestellte 10. Genau. Habt ihr irgendwie, erinnert ihr euch, wie kann man umwandeln aus dem Dezimalsystem in ein anderes System, zu einer anderen Basis? Ich höre schon eins. Divisionsrestverfahren war eine Methode. Es gab drei Methoden, die vorgestellt worden sein sollten, hoffe ich mal, in der Vorlesung. Ja, Potenztabelle war das zweite, genau. Weiß noch jemand das dritte? Ja, das Horner-Schema, genau. Alle drei Varianten sind prinzipiell valide für Umrechnung. Wenn es eine Aufgabe gibt, wo euch gesagt wird, ihr sollt umwandeln von einem Stellenwertsystem in ein anderes, dann guckt nochmal genau in die Aufgabe, ob da irgendwo direkt drin steht, welches Verfahren ihr nutzen sollt. In den meisten Fällen steht da nämlich gar nichts drin. Das heißt, ihr könnt euch das aussuchen, womit ihr euch am wohlsten fühlen würdet. Ich würde sagen, wir gucken uns, machen das heute aber mit Potenztabelle, denn ich schätze mal, dass wir nächste Woche oder übernächste Woche wieder mit dem Divisionsrestverfahren arbeiten und das Horner-Schema eventuell auch nochmal seine eigene Aufgabe kriegt. Da müssen wir mal schauen. Genau, aber grundsätzlich alle drei zueinander äquivalent für die Umwandlung, führen alle zum gleichen Ergebnis. Die Potenztabelle, wie war das denn mit der Potenztabelle? Wie funktionierte das Ganze? Ich habe eine Zahl und irgendwie war da was mit Potenztabellen. Was mache ich denn dabei? Ja, es ist natürlich ein bisschen spät, vielleicht auch noch nicht so präsent. Also Potenztabelle. Ich stelle erstmal die Potenztabelle auf. Das heißt, ich gehe einmal durch, gucke mir meine Potenzen an und müssen jetzt dann natürlich dran denken, mit welchem Zahlensystem ich gerade arbeite. Ich bin jetzt hier im Zahlensystem zur Basis 4 unterwegs. Das heißt, ich fange an mit 4. Hoch 0. Auch hier muss ich jetzt gerade beim Schreiben immer so ein bisschen cheaten. Also dieses kleine Dach steht hier eben für die hochgestellte Zahl. Damit ich das irgendwie schnell tippen kann und jetzt nicht alles per Hand machen muss. 4 hoch 0 gleich 1. Jetzt fängt es an im Kopf langsam. 4 hoch 1 gleich 4. Ne, das geht noch einfach. 4 hoch 2 ist gleich 16. Wie viele Potenzen muss ich denn aufschreiben eigentlich?
Wann höre ich auf mit meiner Potenztabelle? Ich kann das ja ewig lang machen. Aber ich brauche es ja nur bis zu einem bestimmten Wert. Wie lange mache ich das? Genau, also bis ich entweder 1032 erreiche oder überschreite. Ich muss ja eben wissen, was haben, was mir hilft, dass ich das zusammenbasteln kann. Das heißt, 4 hoch 5 wäre 1024. Jetzt bin ich schon fast bei 1032. Jetzt könnte ich noch 4 hoch 6 aufschreiben. Andererseits weiß ich jetzt schon, 4 hoch 6 ist irgendwie deutlich über 1024, also irgendwie brauche ich das tatsächlich auch nicht. Wichtig ist, habt ihr ja da im Endeffekt schon gesagt, ich muss irgendwie recht dicht bei diesen 1032 sein, muss wissen, wie ich das dann nehme. Das ist ja der nächste Schritt, das zerlegen kann. Wenn ich jetzt meine 1032 habe, dann nehme ich sie und ich ziehe schrittweise meine Potenzen ab, die ich mir gerade aufgeschrieben habe. Das heißt, ich würde anfangen, 1032 minus einmal 1024, kriege dann einen Restwert, weil das ja einmal geht. Und deswegen sehen wir auch schon, warum ich jetzt nicht noch 4 hoch 6 aufschreiben musste, dann wäre das doch ein bisschen viel gewesen. Ja, da habe ich mein Ergebnis, meine 8. Ja, erster Schritt, ne? Das reicht noch nicht. Also einmal abgezogen, ich muss jetzt quasi durchgehen, bis ich insgesamt alle Zahlen, also quasi diesen gesamten Umfang meiner Zahl 1032 in kleine Potenzen zerbrochen habe. Das heißt, ich gucke weiter nach 1024, 8 minus, was wäre das nächste? 256. Ist irgendwie größer, also 0 mal 256 bleibt immer noch 8 über. Dann gehe ich so weiter, bis ich dann das hoffentlich irgendwann auf 0 rauskomme. 0 mal 64, auch noch 8. Genau, an der Stelle auch die Bitte an euch, wenn ich anfange, hier irgendwie Dinge runterzutippen, bitte achtet mit darauf, dass ich mich nicht vertippe. Das passiert hin und wieder mal. Das wäre ja doof, wenn dann irgendwelche Fehler reinkommen. So, jetzt sind wir bei der 4 hoch 1 ist 4. Und das ist kleiner als 8, das ist gut. Und das kriege ich nicht nur einmal unter, ne, das kriege ich zweimal unter. Das heißt, ich darf auch minus 2 mal 4 davon abziehen. Bin dann bei 0 und 0 mal 0 minus 0 mal 1, jetzt habe ich dann immer noch 0. Und damit habe ich alle Potenzen einmal abgezogen. Spannend ist jetzt für mich, an welchen Stellen habe ich Potenzen benutzt. Das habe ich einmal hier gemacht, wo ich die 4 benutzt habe und einmal hier ganz am Anfang oben schon, wo ich die 1024 genommen habe. Und jetzt habe ich die eine schöne Möglichkeit, dass ich das Ganze einmal auch sauber umschreibe. Und zwar nehme ich die Zahl hier vorne, die Multiplikation, was ich hier habe. Und schreibe das nacheinander auf. Jetzt muss man sich noch überlegen, von vorn oder von hinten, von oben oder von unten angefangen. Na, die größte Zahl, die 1024, die steht quasi ganz links. Das heißt, ich würde anfangen, schreibe mir daraus, einmal 1024 war das, dann war das 0 mal 256, 0 mal 64, 0 mal 16, 2 mal 4 und 0 mal 1. Und da das Ganze jetzt nicht mehr im Dezimalsystem ist, sondern zur Basis 4, setze ich noch eine kleine 4 da dran. Zu Hause habt ihr nicht zur Basis 4, zu Hause habt ihr zur Basis 5. Aber vom Prinzip her genau das gleiche Vorgehen.
Das ist erstmal das Rechnen. Das Rechnen an sich ist natürlich relativ, ja, wenn man erstmal das Prinzip, die Methode verstanden hat, dann rechnet man es einfach runter. Ich kann auch immer nur sagen, achtet bitte darauf, sauber zu rechnen an den Stellen, sei es jetzt hier mit Potenztabellen, sei es aber auch an anderen Stellen, Divisionsrestverfahren und ähnlichem. Ich habe häufig genug erlebt, dass Punkte verschenkt wurden, dadurch, dass man da Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Das ist immer so ein bisschen schade. In Aufgabenteil B kriegen wir jetzt so die Frage dazu, warum das Stellenwertsystem zur Basis 2, also das allseits bekannte Dualsystem, technisch denn eigentlich so interessant ist. Habt ihr da eine Idee, warum das Stellenwertsystem zur Basis 2 so cool ist oder gern genutzt wird? Man kann es ganz einfach in einer Schaltung benutzen, wenn es ein Output für 0 und einen für 1 gibt. Ja, genau. Also das ist so ein guter Punkt. Es ist einfach ja, in der Schaltung, Strom ist entweder an oder Strom ist aus. Eine Lampe leuchtet oder sie ist aus. Das ist das, was einfach ja auch historisch ganz viel gemacht wurde. Man hat ganz eindeutig definierte Werte. Entweder ist da Strom oder ist kein Strom. Das ließ sich ja auch früher immer ganz gut messen und auch heute noch sehr sauber messen. Und das ist eben der Vorteil, das Stellenwertsystem zur Basis 2 zu nutzen. Wir als Nutzer können das, als Menschen können das vielleicht nicht so wirklich cool lesen, weil das Ganze dann so ewig lange Zahlenketten gibt. Zum Glück müssen wir meistens das auch nicht lesen. Es gibt ja so ein paar abkürzende Schreibweisen. Hexadezimal, Oktal wird da gern genutzt. Aber der Computer selber kann damit halt gut arbeiten. Oder die Maschinen, die wir damit bauen. Jetzt kann man sich natürlich trotzdem überlegen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir eine andere Basis nehmen, Basis 3, 4 oder 5. Wie sieht das da mit irgendwelchen Vorteilen aus, die dafür sprechen könnten? Oder eben nicht dafür sprechen könnten, dagegen sprechen könnten. Was meint ihr? Wir wissen jetzt irgendwie, Basis 2 hat irgendwie den Vorteil, ne? Ist ganz gut. Es sind zwar irgendwie lange, lange Ketten, aber zumindest ist 0 und 1 gut unterscheidbar. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir eine andere Basis nehmen würden? 3, 4 oder 5? Habt ihr da eine Idee? Okay, also wenn wir sowas hätten wie, nehmen wir mal beispielsweise eben ja Basis 5 oder so, oder wir könnten auch hier unser Beispiel nehmen zu Basis 4, wenn ich das in Dualsystem hätte, dann wäre das eine längere Zahl. Wenn ich natürlich ein anderes System nehme, dann habe ich insgesamt eine kürzere Zahl. Das kann man machen. Es ist auch hier geschrieben worden, auch das stimmt. Das ist technisch vielleicht eher schwierig, manchmal mehr als zwei Zustände darzustellen. Genau, also man muss halt schauen, wenn man mehr Zustände nutzen will, also ein anderes Stellenwertsystem, dann muss man auch Zustände sauber abgrenzen können. Das ist eben ja historisch mit dem Dualsystem mit zwei Zuständen relativ einfach. Mit mehreren Zuständen, ja, so langsam. Gibt es mittlerweile was, dass man einfach, dass die Messungen genauer sind, dass man da Möglichkeiten hat? Da muss man so ein bisschen gucken, was man macht. Also am einfachsten kann man sich es halt vorstellen, so bei sowas wie Licht, ne? Man kann halt Licht kann verschiedene Wellenlängen machen, die man abgrenzen kann, oder eben auch Helligkeiten.
Also ich habe jetzt hier irgendwie hier bei meiner Kamera habe ich eine Licht auf, ich glaube auf 40% gerade stehen. Das ist natürlich, ne, das ist irgendwo zwischen, es ist auf 0 und aus und es ist auf 100% und blendet mich die ganze Zeit. Das heißt, da ist einfach die Messgenauigkeit größer geworden. Das kann man mittlerweile machen, man muss aber dann eben trotzdem auch wirklich immer noch diese Messgenauigkeit auch sicherstellen. Und das ist auch ein bisschen aufwendiger, als eben das Klassische zwischen zwei verschiedenen Werten zu unterscheiden oder Wertebereichen. Ja, also auch ein Strom an, Strom aus ist ja auch nicht immer hundertprozentig 0 und 1. Wenn ihr euch Kurven anschaut, dann ist das ja auch meist so eine Kurve. So eine Stromkurve geht ja dann meistens irgendwie so immer ein bisschen im Bogen runter und dann wird irgendwie von 0 auf 1 umgeschaltet und dann gibt es hier irgendwo, hier in der Mitte würde man sagen, ist dann irgendwo so der Punkt, wo es dann zwischen 0 und 1 wechselt. Manchmal geht es auch schneller von 1 auf 0. Genau, andere 1 auf 0. Genau, und je mehr, also hier ist ja eine Hausaufgabe auch noch die Frage, warum nutzt man nicht das Dezimalsystem? Naja, dann muss man halt mittlerweile schon 10 verschiedene Werte unterscheiden. Das ist noch ein Tick schwieriger. Was ist denn? Ah nee, hatten wir schon gesagt. Vorteil des Ganzen wäre natürlich, dass man eben kürzere Zahlen hat oder Zahlen, die man vielleicht besser erfassen kann als ein Mensch. Okay, auch hier sollt ihr kurz ein bisschen was dazu schreiben, genauso wie B. In dem Fall vielleicht ein bisschen mehr als zwei Sätze, aber auch da hätte ich gesagt, ja, 4, 5 Sätze vielleicht. Gucken, je nachdem, wie ihr eure Sätze natürlich schreibt, aber so ein bisschen so vom Umfang. Also nur wie ein kleines Stichwort ist ein bisschen kurz. Tut euch auch den Gefallen, dass ihr das irgendwie einmal sauber ausformuliert. Und genau, aber auch hier keine Romane, keine ganze Seite irgendwie für das Ganze. Dann gucken wir uns jetzt noch einmal zum Abschluss die vierte Aufgabe an. Da. Ich habe jetzt gerade nicht so groß noch was dafür. Da müssen wir mal ein bisschen überlegen, was bedeutet das eigentlich, was wir haben. Die Aufgabe 2.4. Es geht darum, wir haben einen Timestamp-Counter in x86-Prozessoren. Okay. Also ein Zähler. Counter, Zähler. Immer diese englischen Worte. Super, ne? Also es gibt einen Zähler, der beim Einschalten auf 0 gesetzt wird. Und dann bei jedem Taktimpuls inkrementiert wird. Inkrementiert, ne? Hattet ihr vielleicht in SE1 oder auch an anderen Stellen inkrementiert, also plus 1. Das heißt, Zähler, der startet bei Einschalten des Computers auf 0 und bei jedem Taktimpuls geht er immer um 1 hoch. 0, 1, 2, 3, immer so weiter. Und den kann man tatsächlich sogar auslesen, den Timestamp-Counter. Ja, gut, das ist jetzt der Befehl. Das ist egal. Also man kann ihn auslesen. Und die erste Aufgabe dazu ist dann eben einmal zu sagen, wie lange dauert es, bis das Register erstmal überläuft. Hier ist uns ja ein Tipp gegeben, ne? Wir haben 4,2 Gigahertz als Taktfrequenz. Und überlaufen, was heißt überlaufen dann in dem Sinne? Ne? Überlaufen heißt, Überlaufen heißt, wir haben 64 Bit und die sind komplett ausgefüllt und wir gehen von alles aus, alles, alle 64 Bit sind 1 auf 0 zurück. Das wäre der Überlauf. Und wie kriegen wir denn jetzt raus, wie wir da so einen Überlauf, also wann was überläuft? Was wissen wir da eigentlich? Sind alle 1? Da haben wir eine Zahl, ne?
Genau, also wir können im Endeffekt einmal schauen. Wir wissen, wir haben 64 Bit. Das ist irgendeine Zahl, das ist erstmal eine sehr große Zahl. Bis zu der können wir takten. Wie häufig takten wir? Naja, mit 4,2 Gigahertz. Gigahertz, da muss man überlegen, was war das? Taktfrequenz, Gigahertz, Gigahertz. Ah, das war mal 10 hoch 9. Und ich sehe gerade da im Chat, genau, die größte Zahl, die wir erreichen können, ist 2 hoch 64 minus 1. Da bitte vorsichtig sein. Vielleicht war das ein kleiner Vertipper an der Stelle. Minus 1 ist ein guter Punkt. Warum ist denn das da minus 1? 2 hoch 64 minus 1. Warum ist das nicht einfach 2 hoch 64 die größte Zahl, die wir erreichen? Ja, genau, weil die Null da drin ist. Ihr wisst eh schon alles. Nein, also vielleicht auch nicht alles. Vielleicht wissen einige einiges, einige wissen weniger, einige wissen mehr. Das ist auch in Ordnung. Jeder hat seine Stärken. Genau, also 2 hoch 64 minus 1 ist die höchste Zahl, die wir erreichen können. Und das Ganze, ne, das müssen wir dann einmal teilen durch unseren Takt, den wir da haben. Und dann wissen wir, wann der maximale Wert erreicht ist. Und einen Takt später läuft dann unser Zähler über. Und das ist das, was ihr ausrechnen sollt in 2,4a. Das gleiche dann nochmal mit 32 Bit. Das ist dann im Endeffekt das gleiche, nur mit weniger Bits. Spannender ist die theoretische Frage dazu. Nämlich die Frage, welche Probleme können bei aktuellen PCs auftreten, wenn wir diesen Zähler als Basis für Zeitmessungen nutzen? Habt ihr da eine Idee, was da vielleicht schwierig ist? Ne? Also wir haben diesen Zähler, Rechner eingeschaltet, wird auf 0 gesetzt und dann bei jedem Takt inkrementiert er. Wenn ihr mal überlegt, eure eigenen Rechner, die ihr vielleicht nutzt, die ihr habt, was könnte ein Problem sein, wenn wir das für Zeitmessungen nutzen? Ich höre was zu Zeitsprüngen. Kannst du das näher ausführen? Was meinst du mit Zeitsprüngen an der Stelle? Okay, genau. Also das ist etwas, das ist tatsächlich ein grundlegendes Problem natürlich, wo man immer schauen muss mit Werten, was passiert, wenn wir quasi den Überlauf, über den wir eben gesprochen haben, wenn wir dazu kommen. Das stimmt schon, wenn wir mit einem sehr hohen Zeitwert anfangen oder der Rechner einfach nur ewig lange läuft und wir haben dann irgendwie den Überlauf, dann, ja, dann denken wir uns, ist jetzt 0 oder ist jetzt 2 hoch 64 minus 1 plus 1 gekommen? Das ist übrigens auch eine ganz spannende Geschichte, weil es ja die klassische Unix-Time gibt, wo man dann sagt, ich glaube 2038 war das, dann ist bei einigen alten Programmen ist dann genau dieser Überlauf erreicht, also die Zeit, die zählt in, was waren das, Sekunden ab 1970. Und dann wäre halt dann der Überlauf und dann kann es halt sein, dass Programme dann nicht mehr sauber funktionieren. Also das, was man, habt ihr vielleicht mal mit dem Jahr 2000-Problem gehört, wo viele gesagt haben, oh, um Gottes Willen, zweistellige Jahreszahlen 99, und wir gehen auf 0 weiter. Großes Problem, naja, intern bei einigen Programmen war es gegebenenfalls ein Problem, es wurde ja viel gemacht, aber tatsächlich ist dann zumindest auf Linux- und Serverbasis dann nochmal eher spannend das Jahr 2038 war es, wie gesagt, glaube ich, Problem, wobei viel schon dran gearbeitet wird, ne? Also deswegen ist ja auch 64-Bit, nur wenn es halt noch ganz alte Systeme gibt, dann kann es irgendwie spannend sein. Also mein Arbeitgeber, für den ich jetzt arbeite, der mir übrigens auch offiziell erlaubt, dass ich das 2 Stunden die Woche hier mache mit euch, hat ganz alte Hardware-Systeme auch noch, die jetzt auch explizit virtualisiert werden, wo man natürlich dann auch gucken muss, dass es bis dahin abgelöst ist. Gut. Also insofern, ja, es kann zu Zeitsprüngen kommen. Das ist aber
eher halt, wenn es dann wirklich lange läuft. Es gibt halt zwei Pro und das kann halt viele Systeme betreffen. Es gibt aber zwei Sachen, die sind halt sehr explizit für moderne Rechner. Was passiert denn bei euch, bei euren Rechnern, wenn ihr eine Office-Anwendung offen habt und dann sagt ihr, ach, jetzt will ich mal irgendwie eine Runde spielen? Genau, geänderte Taktrate, das ist ein gutes Stichwort. Ja, also, das ist ja so, dass mittlerweile Rechner nach Bedarf hoch oder runter getaktet werden können oder selber hoch oder runter takten, um halt Strom zu sparen, um die Hardware zu schonen und so weiter. Das heißt, wir haben gar nicht mehr dann dieses saubere, wir können uns darauf verlassen, wenn wir irgendwie davon ausgehen, es sind irgendwie 100 Takte rum, dass auch irgendwie dann wirklich ja, die entsprechende Zeit gleichmäßig gelaufen ist, sondern vielleicht ist halt mehr Zeit verlaufen, vergangen, weil er irgendwie hochgetaktet hat zwischendrin oder weniger, weil er runtergetaktet hat. Genau, das ist das eine Problem. Das andere, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie zu Hause so einen großen Desktop stehen hat. Also klar, auf Laptops hat man es auch, aber wer so einen großen Desktop stehen hat, wie sieht denn das da mit Prozessoren aus? Also reden wir eigentlich noch von dem Prozessor? Ja, doch, wir reden noch von dem Prozessor, aber der hat meistens ja irgendwie doch so ein bisschen mehr an sich noch. Was ist heutzutage auch noch ganz viel, außer eben Änderung von Taktraten? Kerne, genau. Wir haben mittlerweile ganz viel mehr Kernprozessoren. Die guten alten Zeiten mit einem Kern sind irgendwie vorbei. Oder die schlechten alten, je nachdem, wie man es sehen will. Und in der Regel besitzt halt jede CPU einen eigenen Zähler. Da spielt jetzt zum einen nochmal das rein mit, was ist, wenn der eine langsamer läuft und der andere schneller. Zum anderen kann es halt auch unterschiedliche Zählerstände dann natürlich geben. Weil vielleicht der eine Kern später hochgefahren wurde oder ähnliches. Genau, also das sind so Sachen, da muss man heutzutage mittlerweile so ein bisschen drauf achten. Also unterschiedliche Taktraten, dass das irgendwie hoch oder runter getaktet wird und halt eben auch mehr Kerne. Und das ist eben das, weswegen es ein wenig schwierig ist, wenn man sagt, oh, ich nehme mal diesen tollen, einfachen Zähler, den ich hier habe. Genau, das sollt ihr dann auch einmal so ein bisschen hübsch irgendwie formulieren und aufschreiben. Und dann habt ihr auch schon Aufgabe 2.4c. So, genau, damit sind wir auch an sich mit dem Aufgabenblatt durch. Wie gesagt, heute so ein bisschen viel. Wir reden mal über Dinge und schreiben ein bisschen weniger hier auf. Ich hoffe, nächste Woche sind da so ein paar mehr Sachen, dass wir auch mehr rechnen können und nicht nur so reden und schreiben miteinander. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie das ist von den Blättern. Ich hoffe, es hilft euch aber so ein bisschen, was wir jetzt gemacht haben, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Idee bekommen habt, wie ihr mit den Aufgaben umgehen könnt. Insofern haben wir heute auch tatsächlich mal nur eine Stunde gebraucht. Gut, war jetzt das erste Aufgabenblatt, was wir jetzt gemeinsam hier machen. Ich werde, wie schon angekündigt, die Aufzeichnung des Ganzen nehmen und in den YouTube-Kanal hochladen. Nur halt, seht es mir bitte nach, dass das halt eben ungeschnitten dann eben auch ist. Weil viel Schneiden und viel hübsch drumherum, das gibt dann die Zeit irgendwie dann auch nicht her. Genau. Ich versuche, achso, und ich versuche natürlich mein Bestes, dass ich das auch jedes Mal immer irgendwie euch sicherstellen kann, dass wir da eine Aufzeichnung haben. Aber es kann im Einzelfall auch mal durch Technikprobleme natürlich sein, dass es dann nicht zur Verfügung steht. Also ganz. Ich tue alles, aber manchmal geht es dann halt auch nicht. Ich hoffe, das kommt dies Jahr nicht vor. Nur der Vollständigkeit halber. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Erfolg beim Aufgabenblatt, viel Erfolg bei allen anderen Aufgaben und einen ja, weiter guten Start in euer Studium.